Moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe euch ja gesagt, dass es einige Änderungen geben wird und auch hier an meinem Setup wird es diverse Änderungen geben, die auch geplant sind. Ich muss da noch diverse Kalkulationen auch betreiben, aber das ist eine Sache, was ich mache. So, der Plan ist, mein Netzteil auszutauschen, auf 1000 Watt, wenn nicht sogar auf 1200 Watt aufzurüsten und eine Grafikkarte der RTX-Reihe aus der 40er-Reihe aufzurüsten. So, das hat den Hintergrund, dass meine Grafikkarte, die ich aktuell jetzt drin habe, die Nvidia RTX 2070 Super, die hat schon einiges auf dem Buckel an Jahren. Und damit ich auch die Leistung oder auch die Videos weiterhin qualitativ hochladen kann, muss natürlich auch die Hardware mitgehen. Das heißt, da muss ich auch aufrüsten und einbauen und hier und da. Und um dann mitunter auch Videos in 8K liefern zu können oder auch in der Qualität streamen zu können tatsächlich. So, das heißt auch die mein Bildschirm wird eine andere werden. Da wird auch ein komplett anderer hinkommen. Das wird hier komplett anders nach und nach aufgewertet. Ich will erstmal gucken, die Sachen, die nicht so teuer sind, erstmal die zu holen. Und das, was am teuersten ist, das ist nämlich die Grafikkarte, wie ich gesehen habe, die geht immer noch auf einem scheiß Monatsgehalt von etwas über 2000 €. Und solange natürlich die Grafikkarte funktioniert noch, lasse ich das so, tausche dann nur diverse Kleinigkeiten aus oder schaffe mir die schon ran, damit ich die nicht kaufen muss und leg die beiseite. Weil ich auch noch andere Sachen noch ein bisschen zu bezahlen habe und ich möchte auch nicht sagen, wo ich noch was offen habe. Geht auch hier niemandem was an. Fakt ist aber auf jeden Fall, dass da eine Änderung ist. Und auch mein Gaming-PC muss ich aufrüsten von 16 auf 32 GB. Da muss ich dann auch gucken, welche RAM-Riegel das waren, um da im Prinzip dieselben zu kaufen, nur mit 32 GB. Das ist natürlich alles nicht so einfach. Und geradezu, wenn man zwei Computer hat, ist das auch nicht mal eben in 5 Minuten gemacht. Da muss man wirklich genau überlegen, was man macht, was man nimmt und hier und da. Einige würden jetzt sagen, nimm doch eine AMD-Karte, dann bist du nur ungefähr bei 1000 €. Was jammerst du rum? Das geht doch auch. Nee, Leute, würde zwar schon gehen, aber dann zahle ich im Prinzip, wenn man das auf die Gesamtmasse nimmt, und ich zwei Grafikkarten im Endeffekt dann kaufen muss, weil die AMD danach gibt, die AMD-Grafikkarte. Ja, wie soll ich sagen? Dann bin ich bei vielleicht glatt 2200 € zum Beispiel, bei über 3000 €. Und das sind alles auch so Sachen, wo man überlegen und kalkulieren muss, Kalkulationen und mitunter auch schreiben muss. Überlegen, wie mache ich was, wie was deichsel ich. So, dann ist es halt auch nicht unbedingt das Problem, ne? Also ich werde das definitiv so machen, dass das auch funktioniert und dass ich das hier auch einbauen werde. Es kann auch sein, dass meine Alltagsunterstützung das auch filmt für mich, wie ich das mache. So, das muss ich halt gucken. Alles so Sachen, die natürlich sehr, sehr interessant wären, definitiv. Weil das auch eine Sache ist, was ich wirklich zum ersten Mal selber mache. Auch mit dem Netzteil. Das hat vorher immer NEOS gemacht. Das ist wirklich eine Sache, was ich also wirklich ganz alleine mache. Ich habe immer zu anderen immer gesagt, es steckt irgendwo auch ein Teil NEOS in mir drin. Liegt aber auch daran, weil ich viel von ihm, würde ich sagen, gelernt habe. Und so ist es auch mit den Computern. Das, was er mir beigebracht hat, ist in meinem Kopf drinne und das bleibt auch da drin. So, und wenn er mir das alles nicht gezeigt hätte, dann würde ich das heute nicht können. Dann könnte ich das nicht einschätzen, dann könnte ich das nicht unbedingt so kalkulieren. Alles auch Sachen, die für mich natürlich auch ein wichtiges Lernfeld waren, um auch im Leben weiterzukommen. Und so lebe ich das weiter. Ich habe das auch meiner Therapeutin auch gesagt, dass ich das auf lange Frist machen muss, um auch weiterhin gute Videos und qualitative Videos vom Bild her liefern zu können. Das ist halt nun mal einfach wichtig. Und wenn man das natürlich nicht richtig macht, dann kann das schon ein Problem werden. So. Ich hoffe, dass das funktioniert.
Wie ich das denke. Ich werde allerdings bei diversen Stellen und Quellen das nochmal erfragen und mich absichern und nicht, dass ich dann hier was liegen habe, was ich im Endeffekt nicht mehr loswerde und auch keine Verwendung finden würde, weil es zum Beispiel aus irgendeinem Grund nicht kompatibel ist. Es muss ja auch kompatibel sein mit dem Anschluss von dem Slot, wo die Grafikkarte hereinkommt und alles so Sachen, die natürlich wo man darauf halt achten muss. So, die Grafikkarte, das möchte ich hier nochmal sagen, die werde ich auch als Erinnerungsstück auch behalten, weil die auch von Neos war und er mir die geschenkt hat. Das möchte ich jetzt hier auch nochmal sagen, die kriegt auch keiner, die bleibt bei mir. Das ist auch eine der letzten RTX gewesen, die noch funktionieren und man kriegt die auch so nicht mehr. Ne, ist eine super geile Karte immer gewesen und bis heute macht sie einen guten Job. So, und ich bin stolz, einfach da zu sagen oder sagen zu können, dass das eine geile Karte ist, eine coole Grafikkarte gewesen ist. Die hat wirklich alles gemacht, alles, was sie soll, sei es an Computerspielen oder Renderarbeiten. Die hat alles gemacht im Prinzip, was das Herz begehrt und deswegen liebe ich diese Karte auch. Ne, da hat es angefangen mit der RTX-Reihe im Jahr 2018, hat das mit der Reihe angefangen. Und auch wenn da auch eine KI drin ist, andere würden jetzt wieder die KI wieder, ne, wer weiß wie, verteufeln. Das würde ich aber gar nicht mal machen. So, weil immer wenn ich die Grafikkarte auch aus dem Computer rausgenommen habe, weil ich zum Beispiel sauber gemacht habe da drin, dann musste die Hardware sich mit der Grafikkarte im Prinzip wieder bekannt machen. Ach, du bist das, dich kennen wir doch schon. Aber mussten dann zwei, dreimal neu hochfahren und, also nicht hochfahren, aber ne, ging er an und aus, um sich wieder bekannt zu machen, um dann wieder zu registrieren. Ach, du bist das, ach, dich kennen wir schon. Komm, lass uns zusammenarbeiten, wie immer, wir kennen uns schon. Also, das ist einfach mega cool. Geradezu, wenn man die das erste Mal anschließt und auch anmacht, wie er dann an und ausgeht, weil die erstmal so sich bekannt machen müssen untereinander. Das gab es ja früher nicht so, wie sie es heute machen. Und ich muss darüber lachen, weil einfach aus dem Grund, wenn er das macht, dann kriege ich immer so ein Déjà-vu von dem her, was Neos mal gesagt hat. Wo ich dann gefragt habe, wieso macht er denn das? Weil das wusste ich ja nicht. Und dann hat er gesagt, nee, die müssen sich untereinander bekannt machen. So nach dem Motto, Freunde werden. Damit die funktionieren, damit die miteinander kooperieren und arbeiten. Das fand ich super lustig, musste ich lachen, er auch. Ich so, das hat Art. Also, das ist eine Sache her, was auch immer in Erinnerung bleiben wird und auch ich nie vergessen werde. Und seitdem weiß ich das auch und das ist auch eine Sache, was ich halt dadurch auch gelernt habe. So, wie gesagt, das wird auf jeden Fall hier laufen. Dass die Grafikkarte getauscht wird und auch das Netzteil. Das wird auf jeden Fall für mich wird es ein mega Aufwand, weil ich komplett die ganzen Kabel lösen muss und vom Mainboard auch. Und einige würden wieder sagen, das ist ja total einfach und bababa. Ja, das sieht immer so einfach aus, ne? So, wenn man das aber das erste Mal alleine macht, das muss man noch mal dazu sagen. Und dann die ganzen Kabel und was lösen muss, dann wieder das so verpacken muss in das Kabelmanagement auch, dass das wieder sauber sitzt und ordentlich verkabelt ist. Ne, es gibt ja auch Leute, die machen dann, weiß ich nicht, so ein Gewurstel im Gehäuse mit diesem ganzen Kabelgestrüpp, was man normalerweise nämlich nicht macht. Ne, das werde ich euch aber auch zeigen, wie Neos das im Prinzip immer gemacht hat, wie er das so schön verpackt hat. So, und das ist halt noch eine vernünftige Verkabelung. Ich würde niemals innen drin im Gehäuse, wo dieses Gewurstel da geradezu wohl auch Wärme drin auch sich staut, da die ganzen Kabel da hinpacken. Ja, also das ist erstmal auch bei teurer Hardware sowieso auch nicht unbedingt ratsam. Also das sind auch Sachen, wo man auch mehr mit Kopf ran muss und auch mehr denken muss. Zudem muss ich auch gucken, was ich jetzt aktuell an Netzteil drin habe. Ich muss hier dabei noch erwähnen, ich habe zwei unterschiedliche in zwei unterschiedlichen Gehäusen an PC-Netzteile.
So, und das sind immer so Sachen, wo man dann immer vorher gucken muss, weil meine jetzige Grafikkarte bräuchte unter Volllast um die 230 Watt und die neue Grafikkarte braucht so im Schnitt, sage und schreibe, sage ich jetzt mal 400 bis zu 450 Watt unter Hochleistung. Ne? Das heißt, da muss man natürlich deutlich mehr rechnen. Ich schätze mal, dass ich um die 750 Watt Netzteil aktuell drin habe, wenn nicht sogar um die 100 Watt weniger. So, aber das sind immer Sachen, worauf ich gucken muss. Was ist da derzeit verbaut? Wie viel Watt hat das Netzteil? Und was braucht die Grafikkarte in der TDP? Wenn ich da nicht drauf gucke, ich kann nicht irgendeinen Scheiß da einbauen und dann funktioniert es nicht. Das ist ja dann der nächste Punkt. Kriegt die Grafikkarte nämlich nicht genug Saft? Dann könnt ihr machen, was ihr wollt, aber der Computer sagt, ich gehe jetzt nicht an. Du gibst mir nicht genug Futter, also kannst du mich mal gerne haben. So, das ist leider so. Und da muss man halt ganz gut gucken, wegen Verkabelung und alles Mögliche. Dann will ich auch gucken, weil das wird auch wieder so ein. So, die Grafikkarte. Ich weiß, dass meine Grafikkarte. Ja, meine aktuelle Grafikkarte hat auch nur zwei Lüfter. Und die neue Grafikkarte wird drei Lüfter haben und 24 Gigabyte VRAM haben. So, da ist auch eine komplett neue Funktion und neue, komplett neue Technik drinne für das Rendering und Videocrashen drinne. So, einige würden wieder sagen, meinst du nicht, dass du ein bisschen übertreibst? Nee, ich übertreibe nicht. Es hat damit zu tun, dass ich für die Zukunft hinausrechne. So. Und wenn man da mal sich die Grafikkartenpreise anguckt, hier 2000 Euro, da 800 Euro, da vielleicht 1000 Euro, und man würde sich alle 2, 3 Jahre immer was Neues kaufen, dann würde man arm werden. So, und wenn ich die für 24 GB kaufe, das sage ich so, wie es ist, dann hätte ich natürlich ungefähr wieder für die nächsten, sagen wir jetzt mal so im Schnitt, so 6, 7 Jahre was von, wie jetzt auch. Und ich müsste kein Geld mehr für ausgeben. Und ich finde, das ist einfach auch sinnvoll investiert, wenn man halt guckt, dass man mehr rausholt. Und auch wenn das mehr Zunder hat und mehr Leistung und was. Aber man muss auch hinausgucken. Man muss halt die Kosten bei berechnen und. Ne? So, und 24 GB VRAM ist schon ziemlich gut. Dann überhaupt die Art der Technik, die neu drin ist in diesen Grafikkarten, in der 40er Baureihe, der RTX-Reihe von Nvidia. Auch eine Art, wie sie besser rendern. Komplett neue Technik. Und das macht es natürlich wieder wesentlich anders, interessanter. Die Videos werden mitunter schneller gerendert. Und der Vorteil ist, und das muss ich einfach sagen, desto länger natürlich ein Video braucht, also desto länger ein Video ist, desto länger ist natürlich die Renderzeit hier bei mir. Weil ihr müsst das so bedenken, geht jetzt ein Video 1 Stunde zum Beispiel, dann dauert auch mitunter die Renderzeit 1 Stunde Renderzeit. So. Das ist dann 1 Stunde dann. Und das rechnet sich natürlich dann wieder auf der Stromuhr und spiegelt sich dann auch damit dem Verbrauch wieder. Seitdem ich das mit den Renderzeiten und Verarbeitung und alles auch mal ein bisschen weniger mache, ein bisschen auf die Bremse auch drücke, habe ich natürlich auch vom Strom her, von der Stromrechnung natürlich auch mehr Puffer übrig. Ne? Ich möchte einfach nur dazu sagen, das hat auch was mit Wirtschaften zu tun. Irgendwo auch was mit der Wirtschaftslehre zu tun, Betriebslehre auch zu tun, wie man etwas leitet, wie man etwas organisiert, wie man etwas irgendwie da hinkriegt, dass man dennoch die Sachen fertig bringt. So, einige fragen sich sowieso, fragen sich damit unter, wie macht er das? Wie schafft er das, dass er, ne, Computer anmachen kann, spielen kann? So, ich sag's so, wie es ist. Ich zahle 79 Euro vom Strom her bei Yellow. Ne? Ich bin halt, nachdem der große Knall nämlich von meinem alten Stromanbieter kam, nämlich so, also das waren, glaube ich, von einem halben Jahr. Das war nicht mal ein Jahr, muss ich sagen, wie die Abrechnung reinkam. Da kam die dicke Bombe von 426 Euro. Und bei mir wären das über 1000 Euro gewesen. So, und ich muss ehrlich sagen, mein Amt wäre da nicht in die Bresche gesprungen. Ich muss gucken, wie ich dann meinen Strom zahle. Die helfen mir dabei nicht. Beim Arbeitslosen, bei SGB II, also beim Arbeitslosengeld, machen die das. Aber nicht bei SGB XII.
Das möchte ich jetzt hier auch nochmal ganz klar sagen. Wenn einige der Meinung sind, nur weil ich SGB 12 kriege, dass ich im Vorteil bin, ganz und gar nicht. Ich bin mitunter mehr im Nachteil, wie alle andere es vielleicht für möglich halten. Ich rede da nicht immer so drüber. Also, und dementsprechend, das ist ja auch, einige, das ist halt so, auch wenn das so Sachen sind, die schwierig sind. Ich mache mir in dem Sinne, wo mir die Tore zugeschlossen sind, mache ich mir wieder neue auf. Und das ist auch so ein Punkt. Das kann jeder schaffen, wenn man es will. Wenn man sich auch mal Gedanken macht und in der Realität bleibt. Aber wenn man natürlich sich immer verdrehten Shit anguckt, ja, der überhaupt wenig Sinn bringt, ja, dann komme ich natürlich im Leben nicht weiter, dann bin ich erfolglos, dann bin ich ein Lappen, dann bin ich ein Loser. So, und wenn ich ein Loser bin, dann kann ich nicht viel vom Leben erwarten, weil dann verkacke ich alles. Einfach auch mal zur Ausnahme in der Realität bleiben und dann kriegt man auch mal die Dinge anders geschissen. Aber will man ja immer nicht hören und will man ja auch nicht wahrhaben, was ich da erzähle. Ne? Einige Leute sagen aber auch auf einer Weise, sagen auch immer wieder, du Agent, Unrecht hast du damit nicht, denn es ist so. Wenn man sich auch mal wirklich einen Kopf drum macht und auch mal in der Wirklichkeit stehen würde, dann hätten auch einige Leute weniger Probleme. Nur mal allgemein gesagt. So, das ist immer eine Sache, wie man wirtschaftet. Und das kann ich immer nur wieder sagen. So, wenn man natürlich gut wirtschaftet, dann hat man natürlich auch mehr von seinem Geld. Und kann es wieder anders investieren. Und das ist letztlich mein Ziel, dass ich das hier so aufbaue, dass ich im Prinzip alles habe. Ne? Und selbst wenn ich hier in dem Raum hier noch einen Fernseher hier hinstelle mit einer Xbox. Ja. Oder überhaupt, ne, weiß ich nicht, da ganz in der Ecke da vielleicht sogar eine PC-Ecke da mache, wo ich die ganzen PCs mit unterbaue. Ja. Also das sind alles so Sachen, Leute, das ist möglich, wenn man will. Und wenn man klein anfängt mit Gebrauchteilen, ja, und aufbaut und günstig für ärmere Leute verkaufen tut. Das sind alles Sachen, wo man zwar auf einer Weise Profit schlagen kann, aber wo man wieder anderen helfen kann, wenn man dem was fertig macht. So, alles so Sachen, die ich auch langfristig gesehen machen will. Für Leute, für kleineres Budget, die nicht unbedingt das Geld haben, aber zocken wollen und nicht dabei ein halbes Vermögen loswerden, und nicht wissen, woher sie das Geld nehmen sollen. Geradezu für Leute, die vom SGB 12 leben, das möchte ich hier nochmal sagen, ist so ein PC, wie ich hier das habe, Luxus. So, das muss man einfach sagen, das ist Luxus, den sich nicht jeder erlauben kann. Und darum ruhe ich mich darauf nicht aus. Ne? Ich bin auch am Überlegen, tatsächlich auch eine Aktion da auch noch zu machen für Leute, die gar kein Geld haben. Einfach da mal einen PC rauszuhauen und zu machen für wenig Geld. Muss ich halt auch mal gucken. Ich hätte da, glaube ich, auch jemanden, der vielleicht auch Interesse dran hätte. Ne? Aber da muss ich halt gucken und auch fragen, weil das sind halt Sachen, die man nicht so einfach machen sollte. Ne? Aber gut, ich werde gucken. Und ja, verabschiede mich jetzt an dem Punkt und sagte mal, ciao, ciao.